Hallo zusammen, hier spricht die Shalja. Wir haben 20 Uhr und ich bin total gespannt, wer um diese Uhrzeit noch auf Facebook ist. Und ich werde wahrscheinlich den Wunder meines Lebens erfahren, weil ihr wahrscheinlich alle auf Facebook seid um die Uhrzeit. Vielleicht sind die Kinder schon im Bett und ja, ich mache das manchmal, ich liege dort und Facebook ein bisschen neben Fernsehen macht meinen Mann total verrückt. Ich wollte einfach in Kontakt mit euch treten. Es gab den Wunsch, noch mehr von uns zu haben. Also hier bin ich. Ich bin gerade zurück aus einer Woche in Los Angeles von Samstag auf Samstag. Und es war ziemlich intensiv. Es ging in der letzten Woche um das Thema Impact. Also was wir als transformative Coaches tun können, welche innere Einstellung wir haben können, um mehr Wirksamkeit in unser Coaching zu bringen, mehr Erkenntnisse nicht zu schaffen für unsere Kunden, aber den richtigen Grundboden zu machen, dass ein nährender Prozess stattfinden kann. Und wir haben viel diskutiert. Wir haben viel diskutiert und ich bin jemand, auch wenn es den Anschein macht nach außen, dass ich sehr gern spreche, manchmal ist das Gegenteil der Fall. Ich bin irgendwie ganz gern bereit, dass andere dran sind zum Reden und dass ich stillhalten kann. Aber wir wurden aufgefordert, uns auszutauschen, zu reflektieren. Introspection war angesagt, so wie man auf Englisch sagt. Und über die ganze Woche haben sich einige Themen sich durchgezogen, wie einen roten Faden für mich persönlich. Und ich habe gedacht, ich teile einfach von Unternehmerin zu Unternehmerin so einige Erkenntnisse, die ich mitgebracht habe oder die entstanden sind in der letzten Woche. Ich habe die gerade mitgeteilt in meiner Meisterklasse, also Mastermind-Gruppe. Ich hoffe, dass sie noch frisch sind, aber wir werden sehen. Ich beginne mit dem ersten, nämlich eine durchgehende Unzufriedenheit. Und zwar, ihr habt es vielleicht mitbekommen, als wir letztes Jahr Beyond gelauncht haben, in dieser Zeit, wo wir das Basic Training gemacht haben und den Launch selber und in Richtung Weihnachten hin überhaupt das ganze letzte Jahr, war ich irgendwie auf Folge 7. So richtigen Höhenflug. Okay, wir hatten einen kurzen Aussetzer. Also ich hatte einen richtigen Höhenflug. Ich hatte gerade im Mai einen 3-Tages-Intensive mit meinem 3-Piece-Coach Nicola Bird und ich bin irgendwie durch das Jahr gesegelt. Und seit Januar hat sich was verändert, also vielleicht in Richtung Weihnachten hin zum Neujahr. Ich weiß es nicht, wann das genau passiert ist. Aber was ich letzte Woche erkannt habe, ist, dass ich eine anhaltende Unzufriedenheit spüre unter der Oberfläche, wenn man so will. Und wenn ich da irgendwo hingespürt habe, habe ich überhaupt keinen Grund gesehen, warum es so sein sollte. Es war zwar viel los in letzter Zeit, aber es ist ja eigentlich nichts Außergewöhnliches. Und was ich letzte Woche gesehen habe, war ganz klar, dass das daran liegt, dass ich auch stets in einem Zukunftsdenken bin, bezüglich meines Geschäfts. Und jetzt versuche ich das zu erklären, was ich meine. Obwohl ich im Januar mich entschieden hatte, dass ich dieses Jahr ganz klar weiß, wo mein Fokus steht, nämlich auf mein 1:1-Coaching-Programme, auf Beyond, euch in diesem Gruppenprogramm und mein Online-Shop, also dass ich einfach als Spielfeld aufmache, einen Bereich, wo ich scheitern darf, wo ich spielen darf, einfach ausprobieren, der Forschergeist wecken darf. Das ist es gewesen. Also die Entscheidung ist gefallen, dass das einfach mein Fokus ist und ich hatte eigentlich klar das vor Augen. Also habe ich keinen Grund gehabt, irgendwie mich verrückt zu machen mit Zukunftsdenken, weil eigentlich für dieses Jahr ist klar, was ich tue. Und doch habe ich letzte Woche gemerkt, dass ich in Gedanken immer wieder an folgenden Ort bin. In Gedanken darüber, wie meine Programme, die 1:1-Coaching-Programme Ende 2017 aussehen werden, wie sie in 2018 aussehen werden.
Das Beyond-Programm, also wie werden wir das weiterentwickeln? Wie werden wir das noch wirksamer machen? Wie werden wir das launchen? Gedanken über Retreats, also wann werde ich Retreats machen und 3-Tages-Intensives anbieten für Einzelpersonen in kleinen Gruppen? Wann werde ich diesen Marketing-Trichter aufbauen? Und. Versteht ihr das? Also der Kreis ging einfach so weiter und weiter, wie eine Schallplatte. Und als ich das letzte Woche gesehen habe, dass ich diese permanente Zukunftsdenken irgendwie unter der Oberfläche habe, ich bin nicht darauf fokussiert, ich will eigentlich gar nicht in der Zukunft sein, aber ich bin es trotzdem, war, ist Folgendes auch dabei rausgekommen. Irgendwie die Gedanken waren ständig da und das waren nutzlose Gedanken, wenn man so will. Es waren irgendwie keine sinnhafte Gedanken. Daraus habe ich auch nichts gemacht. Aber ich habe permanent unter der Oberfläche das Gefühl gehabt, ich müsste das weiterdenken, ich müsste was tun, was umsetzen, ich weiß nicht was. Also, und ich war nicht einfach hier und jetzt. In das, was ich nennen möchte, mein Now-Business. Nicht nur mein Now-Leben, sondern mein Now-Business. Kennst du das vielleicht? Hast du das auch manchmal, dieses permanente Zukunftsdenken ohne Grund? Naja, als ich das gesehen habe, dass das diese latente Unzufriedenheit bei mir auslöst, weil Zukunftsdenken, wenn man das falsch betreibt, in Anführungszeichen, heißt auch, ich bin hier und nicht dort, wo ich sein möchte, also ist da ein Gap, und also das macht mich unzufrieden. Aber ich habe auch gemerkt, wie viel Kapazität das braucht. Ich vergleiche das einfach jetzt mit meinem Rechner. Kennst du das, wenn du einen lahmen Rechner hast? Nicht, dass mein Gehirn lahm ist, das ist sicher nicht so. Aber wenn du einen solchen Rechner hättest und du hast einige wirklich mächtige Programme laufen im Hintergrund, so keine Ahnung, Photoshop und Camtasia und oben rein Zoom, der total viel Kapazität schluckt. Und obwohl du in einem anderen Programm bist, in deinem E-Mail-Programm oder aus Word, das geht alles viel langsamer. Es ist irgendwie schleppend und mühsam, weil die Kapazität ist woanders schon, wird schon verbraucht. Das verlangsamt dich. Und das habe ich so klar letzte Woche gesehen, dass dieses permanente Zukunftsdenken, diese latente Unzufriedenheit, die dadurch verursacht wird, das Gefühl, das durch dieses Denken verursacht wird, mich total lahm macht, total lähmt. Und das war ein so schönes Erkenntnis, weil sobald ich das gesehen habe und richtig klar in jedem Molekül meines Körpers erkannt habe, dass es so ist, hat sich das wie von alleine aufgelöst. Gott sei Dank. Weil das war echt ein belastendes Gefühl. Auch belastend deswegen, weil es nicht greifbar war, weil ich es irgendwie nicht wirklich wusste, dass es los ist. Das war einfach im Unterbewussten so die ganze Zeit am Laufen. Ich atme tief aus, weil ich fühle mich so viel leichter, seitdem ich das gesehen habe. Ich war im Flieger mit der Sylvie Kittel, wie habe ihr das gesagt? Und es hörte sich vielleicht für sie total banal an, aber für mich war das profund und ich habe das Gefühl, aufatmen zu können. Und weil das die Kapazität wieder da ist, hatte ich dann einfach plötzlich die Fähigkeit, im Moment zu sein. Und es kam schon ein Insight, dass ich ein 3-Tages-Retreat machen möchte in April, nicht in der weiten Zukunft, sondern demnächst. Und ich habe schon begonnen, einige Leute dazu einzuladen. Also ich kam einfach automatisch ins Handeln. Und das ist das Ding, oder? Das habe ich mit Silvia im Flieger auch besprochen. Manchmal haben wir dieses latente Denken im Hintergrund, weil wir uns Sorgen machen, dass wenn wir nicht darüber nachdenken, dass nichts nach vorne geht. Sie hat gesagt, glaube ich, sie hat einen Denkprozess, der ihre Speicherkapazität saugt in Richtung, ich bin mir nicht sicher, ob ich was verpasse, ob ich die richtige Entscheidung treffe, wenn ich nicht in die Richtung gehe. Also wir haben das alle in irgendeiner Form manchmal. Und wenn es nicht da ist, dann sind wir befreit, um in diesem Moment im Now-Business das zu empfangen, was zu uns kommen möchte. Das wäre ein schönes Erkenntnis. Und ich hoffe, dass ich in diesem Space noch länger drin bin. Mal gucken. Also das war das erste Erkenntnis. Das zweite Erkenntnis von letzter Woche geht in etwa in diese Richtung. Ich hoffe, ich schaffe es,
die richtigen Worte dazu zu finden, um das zu beschreiben. Aber ich habe studiert als Coach zwischen 2008 und 2010. Und zwar habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, die basierend war auf NLP, aber auch lösungsorientierte Beratung. Und in diesem Coaching-Ansatz geht es unter anderem darum, einfach sehr gezielt und fokussiert auf eine Lösung hinzuarbeiten. Und natürlich heißt, also natürlich kommen viele Coaching-Klienten und sie wollen Entscheidungen treffen, soll ich das machen oder das machen. Sie wollen einen roten Faden, eine Richtung von all den Möglichkeiten, die dort sind, welches soll ich einschlagen von denen. Also Minimierung des Spielfelds auf eine Richtung anstatt sehr viel, weil man das Gefühl von Ablenkung hat. Oder man hat irgendwie ein Problem gefühlt, eine Herausforderung gefühlt. Wir wissen natürlich, dass das alles Gedanken sind, mehr nicht. Aber ich war Mitstreiterin die ganze Zeit im Einengen, habe ich erkannt. Ich habe mit meinen Kunden und Coaching-Klienten dahingehend eingeengt mit ihnen. Ich habe auch mit ihnen gesagt, okay, also Problem vorhanden, wo ist die eine Lösung? Entscheidung vorhanden, wo ist die eine beste Entscheidung? Chaos vorhanden, wo ist die beste Struktur? Und das hat was, kann man machen, ist ja nicht falsch in dem Sinn, bringt manchmal Klarheit. Meistens bringt Klarheit im Nachschluss oder im Nachgang, dass das Denken einfach aufhört, weil wir denken, wir haben das gelöst und deswegen können wir im Inneren ruhiger werden. Aber es hat auch einen Nachteil, denn was wir damit tun ist wir fokussieren unsere Aufmerksamkeit auf einen so kleinen Punkt, stell dir vor, so die Spitze eines Nadels. Und wir machen unser Leben, wir machen unser Business dadurch ganz, ganz klein. Ein Beispiel, was mir dazu anfällt, ist mein Systematisierungswahn. Nämlich an diesen Tagen mache ich Coachings am Dienstag und Donnerstag und Freitag den halben Tag. Und das ist mein Plan. Und nur dann und dann sind mit Außenpersonen Terminen. Und das ist der Ablauf, den ich verfolge, um die Leute an Bord zu bringen. Hat alles Effizienzvorteile und so weiter. Aber es macht alles sehr eng. Wo ist da das Potenzial, um plötzlich einen außerplanmäßigen Termin zu machen und einem plötzlich einem ganz neuen Menschen zu begegnen oder mal nach außen zu gehen in die Welt? Unplanmäßig. Und das ist das eine. Aber nicht nur das, also wenn wir auf diese Nadelspitze fokussieren, und wir haben unsere Nase wie drauf und unsere Augen schielen in Richtung diese kleine Pinpoint. Und was wir in dem Moment nicht wahrnehmen, ist das unendliche Potenzial, was in allen Richtungen, oben, unten, links, rechts, also in jede Plane unbegrenzt, auch uns jederzeit zur Verfügung steht. Also das unendliche Potenzial der natürlichen Intelligenz vom Mind. Hallo Angelique, schön, dass du da bist. Und da haben wir letzte Woche Folgendes gemacht, um das ein bisschen aufzulockern, entgegenzuwirken. Und zwar, wir haben uns gewundert. Angelique, das wirst du eh schon kennen. Nämlich uns über unser Business zum Beispiel gewundert. Also, wann habe ich das letzte Mal einfach hingesetzt, eine Stunde lang, und anstatt dieses verbissene, ich möchte den Umsatz haben mit der Anzahl von Kunden, diese Art von Marketing-Trichter haben, also diese alle klare Vorstellung, Nadelspitze, stattdessen hinzusetzen und sagen, ah, ich wundere mich, was passieren würde, wenn ich, keine Ahnung, die Hälfte der 1-zu-1-Coachings durchführe, die ich jetzt mache. Ich wundere mich, was passiert, wenn ich Kunden zu mir nach Italien einladen, ob jemand kommen würde. Ich wundere mich, ob ich im Sommer die Hälfte meiner Arbeitszeit draußen verbringen kann, auf der Terrasse, ob das die Internetverbindung reicht. Ich frage mich, ob es Personen gibt, mit denen ich kooperieren kann, die auch über P3Ps was lernen möchten. Und. Also einfach mal das Wundern, das Aufmachen von Möglichkeiten, unbewertet. Die Angelique schreibt, Wundern ist klasse. Ja, genau, es bringt einen auf total vielen neuen Möglichkeiten. Und was ich auch letzte Woche gesehen habe, war Folgendes.
in der Vergangenheit, und ich muss wirklich sagen, wenn ich zurückblicke über meine gesamte Selbstständigkeit, immer wenn ich gebrainstormt habe, und das ist irgendwie so die stressige Version von Wundern, Ideen generieren, um doch auf einen Nadelpunkt zu kommen, letztendlich am Ende des Tages. Ja, wie war das für mich? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Lass mich mal wieder zu mir finden. Ah ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe einfach ein spezifisches Ergebnis gewollt und Möglichkeiten, ja, nicht wirklich aufgemacht, so fake-mäßig aufgemacht, um genau nur auf diese konkrete Vorstellung hinzukommen, die ich habe. Ja? Und ja, wir reden auch ein bisschen öfters darüber im Beyond, wie das ist sowieso in deinem Business, wenn du beispielsweise andere Leute modellierst oder ihre Strategien oder Rezepte nimmst. Es ist in etwa das Gleiche. Ich möchte das haben, was sie haben, und ich mache Möglichkeiten auf, aber es sollte eigentlich letztendlich dorthin führen, genau dorthin und nirgendwo sonst auf die Nadelspitze. Und ich habe überlegt, wie einengend das ist, wie einschränkend, welche neue Ideen wären möglich, wenn man ohne ein Ergebnis zu wollen, kein Endergebnis haben zu müssen und einfach wundern zu dürfen, ohne dass daraus man umsetzen muss. So, hier ist das Ding bei mir. In der Vergangenheit, wenn ich begonnen habe zu wundern oder zu brainstormen, kam mir eine Idee, war die nächste Kette immer sofort: Ah, das ist die Idee, also wie setze ich das um, wie realisiere ich das im Endeffekt? Und wenn ich das nicht realisiert habe, bin ich weggegangen mit einem schlechten Gefühl. Ja? Es war irgendwie so unfertig, unvollständig, nicht umgesetzt. Kennst du das auch? Aber warum eigentlich? Hä? Warum, wenn wir eine tolle Idee haben oder wenn wir Ideen spinnen, müssen wir nur eine Sache von dem umsetzen? Und ist es nicht so, dass wir kollektiv als Gesellschaft, dann auch als Unternehmer, als Menschen überhaupt irgendwo eine Pille geschluckt habe, die uns glauben lassen hat, dass wir immer alles umsetzen müssen. Why? Also ist nicht Kreativität einfach, dürfen wir nicht einfach uns freuen an Ideen, ja? Ohne was damit zu tun. Und das war ein Riesenerkenntnis für mich. Das klingt total banal, aber es war total profund für mich, weil ich mir das nicht erlaubt habe. Also ich habe mir das wirklich nicht erlaubt, und dieses schlechte Gefühl, das was damit verbunden war, war immer dabei. So, das waren so zwei Haupterkenntnisse der letzten Woche. Ich habe einiges mehr, ich werde die aufsparen für das nächste Mal vielleicht, dass ich nicht alles auf einmal verpulvere. Ich würde mich interessieren, was du denkst. Also unbedingt kommentieren am Video, egal wann du das siehst, ob jetzt live oder später. Aber jetzt will ich auf eine Sache gehen, die mit dem härteren Business-Sachen was zu tun hat, und doch nicht, weil ihr auch Interesse daran habt. Und zwar, letzte Woche ist was ganz Fantastisches passiert, nämlich wir saßen zusammen, wir waren ungefähr 35 Leute im Publikum, im Seminarraum, nicht inklusive des Teams, die waren noch mehr, also insgesamt vielleicht waren wir 50 Leute. Aber unter uns saßen ganz viele Coaches, die neu in dem Bereich sind, also die nicht so lange ein Business haben. Und sie haben natürlich sich die Frage gestellt, nicht nur letzte Woche, sondern seit Januar, seitdem wir begonnen haben, kommen immer wieder Fragen auf: Ja, wie finde ich Coaching-Klienten? Wie gewinne ich Kunden? Wie schaffe ich es als Coach, ein nachhaltiges Business aufzubauen, wovon ich leben kann? Also, vielleicht sind diese Fragen auch Fragen, mit denen du dich beschäftigst gerade. Und Michael hat was ganz extravagant Verrücktes gemacht. Wann war das? Ich glaube, das war am Donnerstag, letzte Woche, vielleicht Mittwoch, ich weiß es nicht. Weil immer wieder mal machen wir nicht nur Coaching-Aspekte, sondern Business-Building-Aspekte. Und er hat gesagt: Okay, Leute, jetzt kommt die garantierte Erfolgsformel, um binnen einem Jahr ein erfolgreicher Three-Piece-Coach zu werden. Also da, um deine Praxis voll zu kriegen und auf dem Weg sein zu einem langfristigen Geschäft. Also, vielleicht interessiert dich das, jetzt ich erzähle, was er uns gesagt hat. Also, ich habe es hier aufgeschrieben. Er hat gesagt: Nummer eins,
führe in den nächsten 12 Monaten 1000 Coaching-Gespräche durch. Macht das echt ein bisschen Freude. Ist es sowieso so witzig, weil ein Teil dieser Ausbildung, also eine Voraussetzung für die Zertifizierung ist, dass wir 50 Coachings durchführen. Und zwar auf diese transformative Art und Weise. Also nicht auf der üblichen alten, in Anführungszeichen, traditionellen Coaching-Weg, sondern auf diesem neuen Weg, den wir gerade lernen. Und alle haben begonnen, Schweißausbrüche zu kriegen bei dieser Zahl 50. Coachings in 6 Monaten. Und dann hat er noch hinzugefügt, und davon sollen 25 bezahlt sein, mindestens. Und mindestens mit einem Kunden über 5 bis 6 Mal, also hintereinander, sodass man den Unterschied erkennt. Und der Grund, warum sie das angeführt haben, ist, dass in den letzten Jahren, ich glaube, die Supercoach Academy fing das erste Mal an. Angelique schreibt, was? Genau. Und 2011 war das erste Mal und sie haben auch diese Voraussetzungen gehabt, aber sie haben irgendwie das anders kommuniziert, viel zu spät immer darüber informiert und den Leuten ein bisschen mehr Raum gelassen, ob das wirklich 50 sein müssen. Dieses Mal haben sie gesagt, nein, wir fangen ab Januar damit an, es werden 50 sein, jeden Monat 10 und eine wird aufgezeichnet und abgegeben. Und ich saß dort im Publikum und ich habe für die anderen mitgelitten, weil für mich ist es ja keine so große Sache mittlerweile, weil ich einfach einen großen Kundenstamm habe. Ich kann einfach Coachings jede Woche durchführen und die Abwandlung zu dieser transformativen Art ist also für mich ein leichteres Spiel als für die anderen. Aber ich habe gedacht, oh Gott, wo kriegen diese anderen Leute die Coachings her, oder? Und Michaels Antwort natürlich drauf, immer wenn jemand fragt, ist, das sind 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Es gibt einfach da draußen. Hier vorne am Venice Beach sind mindestens 100.000, die vorbeilaufen. Da geht echt so easy going damit um, gar keine Gedanken drumherum. Und das Erstaunliche ist, jetzt seit Januar, wo ich zurückgekommen bin, habe ich begonnen mit diesen neuen Coaches zu sprechen. Und schau her. Einige von ihnen haben es geschafft, schon 30 oder 50 Coachings sogar binnen 6 Wochen, 8 Wochen maximal, seitdem wir das gehört haben, zu bekommen. Also leicht. Also es ist gar nicht schwer. Und ich habe mich zurückerinnert an die Zeit, wo ich neu begonnen habe mit meiner Coaching-Ausbildung. Und ich konnte mich erinnern daran, wie begeistert ich war über diese Themen, wie ich mit jedem, der nur zuhören hat, mit allen, die nur Ohren hatten, habe ich darüber geredet, dass ich diese Coaching-Ausbildung mache, was ich dort lerne, wie begeistert ich bin. Und Peng hat es bei mir gemacht auch, weil ich erinnere mich zurück, ich habe begonnen, Coaching-Kunden zu bekommen, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, weil ich so begeistert darüber geredet habe, mit vollem Herzen. Und ich habe mich zurückerinnert, hey doch, ich habe auch richtig schnell Kunden gefunden, obwohl ich immer denke, es war sehr schwer für mich. Das stimmt überhaupt nicht. Die waren immer wieder im Einzelnen da. Und diese Gespräche mit den anderen neuen Coaches haben mich auf die Idee gebracht, vielleicht ist es möglich, diese 1000 Coachings hinzubekommen. Ich habe das ausgerechnet mit der Silvia und das wären 5 Gespräche am Tag in der ganzen Woche. Und er hat gesagt, die müssen nur 15 Minuten sein, also nur um die Beruhigung herzustellen. Also insgesamt sind das über ein Jahr gezogen, 6 Wochen Arbeit in etwa, die man damit hat, wenn man tatsächlich das so machen würde. So, das ist garantiert Erfolg in einem Jahr Nummer eins. Und wenn du Berater bist oder was auch immer du machst, also übertrage das einfach auf deinen jeweiligen Ding. Kostenfrei oder kostenpflichtig, das ist dir überlassen. So, jetzt kommt der zweite Punkt. Garantierte Erfolge in einem Jahr. Nämlich, Michael hat gesagt, geh raus und spreche pro Monat mit 2 Gruppen über 3 Ps, über das, was wir lernen, gell? Über diese 3 Principles, worüber ich mehr erzählen werde demnächst, weil ich komme zu euch in den Gruppen und rede drüber. Ich habe mich schon entschieden. Hoffentlich wird Sandra das auch gut finden und mitkommen wollen. Mal schauen. Mit 2 Gruppen. Und Michael hat gesagt, okay, stell dir vor, 3 bis 5 Leute reichen. Ja? Egal ob online oder offline, das ist Wurst. Du stehst vor ihnen und du zählst nur, was du verstehst von den 3 Bs. Das ist der zweite Erfolgsformel. Und das war so witzig, weil ich hatte auch mit Silvia gesprochen.
und mit Kathy und mit Rachel, die mit mir in dem Haus war in Los Angeles. Und wir haben darüber geredet, wo jeder in seinem Geschäft gerade steht. Und Kathy und Rachel haben mal ein bisschen erzählt, dass sie sich gerade umpositionieren. Die haben volle Praxen, richtig erfolgreiche Geschäfte im klassischen Sinne. Und jetzt ist das Geschäft einfach runtergegangen. Und bei mir ist es einfach immer noch stets nach oben geblieben. Also ich habe auch keine große Umpositionierung gemacht. Und die beiden haben ein bisschen auch nachgebohrt und gefragt, ja, was machst du überhaupt, um dein Business zu vermarkten? Und so kamen wir ins Gespräch und mir wurde selber klar, wie viel Mal ich mit Gruppen gesprochen habe im letzten Jahr. Also wenn ich zum Beispiel an diese verschiedenen Webinarreihen, Podcast-Interviews und so weiter, die ich letztes Jahr durchgeführt habe, zurückdenke, das waren mindestens 25 bis 30 Webinare an der Zahl von 52 Wochen im Jahr. Und ich habe zu Kathy gesagt, ja, genau, stimmt, ist logisch. Wenn du regelmäßig und kontinuierlich vor deinem Zielpublikum auftrittst und in ihrem Dienst stehen, dann ist es auch ganz logisch, dass einige von ihnen mit dir im Anschluss arbeiten wollen. Egal, ob du ein bewusstes Kennenlerngespräch anbietest oder was pitcht oder nicht. Ich habe gar nichts gepitcht, ja. Insofern müsste ich da auch wieder schmunzeln, dass der Michael echt gar nicht so Unrecht hat und dass diese Zahl, auch wenn man das erste Mal hört, ein bisschen sich anhört, dann dachte ich, ja, nichts anderes. Also es gab auch im Jahr 2015, wo ich echt vor Live-Publikum, 2014 vor Ort, offline vor Publikum gesprochen habe, habe ich auch mindestens einmal im Monat vor einer Gruppe live aufgetreten und über mein Business gesprochen und den Leuten geholfen mit Themen und Expertise und so weiter. Alles klar. Dann kommt die dritte Geschichte, die dritte Sache zu garantierten Erfolg in einem Jahr, nämlich eine Stunde jede Woche über sein Geschäft wundern. Und wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was das bedeutet. Also wenn man einfach hinsetzt, den Himmel anschaut, die Bäume anguckt, vielleicht mit einem Glas Limonade in der Hand oder einen grünen Tee oder ein grünes Smoothie, was auch immer dich freut, und einfach freudig wundert, ohne das Bedürfnis haben zu müssen, dass es irgendwo nadeleng wohin führt, dass man irgendwas nur davon umsetzen muss, sondern einfach seine Aufmerksamkeit in diese Richtung führt. Und vielleicht könntet ihr euch erinnern bei dem Basic Training, wir haben darüber gesprochen, über dieses Unternehmergeist und dass es manchmal Dinge zu tun gibt. Und manchmal gilt es nur, deine Aufmerksamkeit in eine gewisse Richtung zu zielen, etwas irgendwie zu fokussieren und dann zu schauen, wie das Leben dir entgegenkommt. Ja, da haben wir auch darüber gesprochen. Also eine Stunde pro Woche über dein Geschäft wundern. Und Silvia und ich, wir sind nach Hause marschiert. Ich viel am Quatschen über den Tag. Silvia stillschweigen, weil sie viel weniger spricht als ich. Oh, das ist auch ein Wohltat, wenn sie dabei ist, weil man kann sich selbst nicht mehr reden hören oder die anderen Ackerhühner. Und wir haben begonnen, echt zu wissen, stimmt das? Und wir sind angekommen in dem Haus, in dem Suite, die wir gemietet haben über Airbnb. Und die anderen Mädels waren auch mittlerweile angekommen, nachdem wir alle bei Whole Foods waren. Da waren wir jeden Abend, um irgendwelche Salate und Sachen zu kaufen. Und wir haben uns diese Formel hingeschaut und ich habe gesagt, gibt es eine von uns, die nur zweifelt, dass das stimmt? Wenn man das machen würde, dass man ein erfolgreiches Geschäft hat nach einem Jahr, also im Coaching-Praxis. Und alle konnten nicht abstreiten, dass wenn du das tatsächlich tun würdest, dass es garantiert dazu führt, dass du erfolgreich wirst. Das ist doch klar. Und dann kam natürlich die nächste Frage auf, wie will ich das? Will ich das machen? Will ich das nicht machen? In Ansätzen, ja, also in die Richtung gehen. Und dann haben wir das ausgerechnet mit den Stunden und was das wirklich bedeutet. Und dann kam natürlich dieser logische Umsetzungsteil von uns, die das wieder kaputt kalkulieren wollte. Und dann dachte ich mir, ja, das ist ein sehr, sehr gangbarer Weg. Also manche Leute werden das auch tun in der Ausbildung. Und außerdem, wenn man nur 50% von dem macht, glaube ich, hätte man die Chance, sehr, 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 sehr weit zu kommen. Und was ich
Was ich darüber sagen wollte hinsichtlich dieses Unternehmergeist, ich habe es mir aufgeschrieben, deswegen habe ich gerade geguckt, ist es die Idee, es gibt die Dinge, die wir tun in der Welt, um Resultate zu schaffen. Wir wissen nicht, ob es in den Sternen ist für uns, ob das tatsächlich zum Erfolg führt. Das können wir nicht wissen, ob das unser Seelenweg ist, ob das auf unserem Lebensweg gehört ist, dass wir da hinkommen, wo wir wollen, also zu diesem erfolgreichen Geschäft. Aber was wir tun können, ist, wir können in diese Aktion treten und unsere Wahrscheinlichkeit statistisch wahnsinnig erhöhen, dass wir dabei was treffen. Ja? Und das war sehr, sehr spannend für mich, weil wir schon mal darüber geredet, was bringt tatsächlich Resultate. Ja, wir kommen in den Tun. Kennst du dieses Buch, wie heißt das? The Art of War. Genau, The Art of War, so ein geiles Buch. Es geht über das Leben von Künstlern, also Autoren und Schriftstellern, das ist das Gleiche, gell? Und kreative Leute, Maler und so weiter, Tänzer. Das ist ein Beispiel von einer Choreografin, einer Tänzerin dran. Und sie haben da gesagt, eigentlich ist es als Künstler unsere Aufgabe, nur aufzutauchen, in das Studio zu gehen, zum Beispiel als Tänzerin und zu machen. Also ob man sich vielleicht gerade inspiriert fühlt oder nicht, einfach tun. Show up auf die Stunden, die man dafür eingesehen hat. Und die statistische Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine wunderschöne Choreografie entsteht. Vielleicht tut es nicht, aber wir wissen es nicht. Wir haben unseren Teil gemacht, showing up. Ja, aber irgendwie so mit diesem Geist tanzen. Ja, unseren Teil dazu beitragen und schauen, was da zurückkommt. Ja? Dass die Chance erhöhen, dass Glück entstehen kann, dass Ergebnisse entstehen können. So, ich wollte 30 Minuten ein bisschen mit euch plaudern. Bis jetzt haben wir 32 Minuten. Puh, ich habe es geschafft durch diese erste Facebook-Live-Video. Ich muss sagen, das ist viel mehr mein Medium als irgendwie schriftlich und textlich in Facebook zu arbeiten, und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten uns öfters hier auf Facebook Live sehen, in der Facebook-Gruppe. Ich hoffe, du hast da davon für dich was mitgenommen. Wenn nicht, kann ich auch nichts dafür. I just showed up, um zu sagen, was ich zu sagen hatte, um mitzuteilen. Ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel Freude und ganz, ganz, ganz viel entspannten Erfolg. Wir sehen uns spätestens, aber spätestens bei der nächsten Meisterklasse, und ich freue mich total drauf. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Schönen Abend. Tschüss, Angelique. Ciao, ciao, ciao.